Ein Gefahrgutunfall am Hamelner Schiller-Gymnasium ist glimpflich ausgegangen, weil Lehrer vorausschauend reagiert haben. Der Vorfall, der sich zu Beginn der dritten Unterrichtsstunde in der Biologiesammlung der Schule ereignete, hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. 3 Notärzte, 9 Rettungsassistenten, 43 Feuerwehrleute und 10 Polizisten rückten aus. Spezialisten legten schweren Atemschutz an, zogen sich grüne und blaue Chemikalien-Schutzanzüge über, um die entwichene Lösung, die in der Schule zum Mikroskopieren benötigt wird, beseitigen zu können. Die Einsatzleitung ließ einen Gebäudetrakt evakuieren. Einer Chemiefachlehrerin war beim Vorbereiten eines Experiments ein Fläschchen mit 1%iger Sudan-3-Lösung heruntergefallen. Der rote Farbstoff selbst ist krebserregend. Die Frau schloss sofort die Türen, sodass sich die Dämpfe nicht ausbreiten konnten. Schüler wurden nach den bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet. 4 Lehrer sind vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.